Intelligente Lieferketten werden durch Automatisierung, Robotik, IoT und dem Management von Big Data-Analysen ermöglicht. Diese Werkzeuge machen Lieferketten schneller, effizienter und kostengünstiger. Allerdings ist solch ein dynamisches Modell auch störungsanfällig und führt bei einem Stillstand schnell zu hohen finanziellen Einbußen. So sind digitalisierte Lieferketten ein beliebtes Ziel von Hackern und damit einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die Risiken durch Cyberangriffe müssen entsprechend einkalkuliert werden. Smarte Lösungen sind schließlich permanent mit dem Internet verbunden. Es ist schwer zu sagen, wie hoch das Risiko eines Angriffs auf eine solche Lieferkette ist. Das führt auch häufig dazu, dass das Risiko meiner Meinung nach insgesamt immer noch unterschätzt wird. Je komplexer eine Lieferkette ist, desto größer fällt durch die Vielzahl der an der Kette beteiligten Dienstleister das Risiko aus. Neue Technologien bieten eine Reihe von Schwachstellen, was dazu führt, dass Unternehmen immer eine gewisse Unbekannte in ihrer Gleichung haben. Cyberkriminelle können im schlimmsten Fall Kontrolle über das gesamte Ökosystem erlangen. Wie empfindlich eine solche Lieferkette ist, hat auch die Corona-Pandemie gezeigt. Hier war es kein Cyberangriff, sondern ein Virus, der die Abläufe empfindlich gestört hat und enormen Schaden verursacht hat. Zunächst sollten Unternehmen die Bedrohung ernst nehmen und bereit sein, in Cybersecurity zu investieren. Da selbst geringe Verzögerungen schnell immensen Schaden anrichten, sind die Erfolgsaussichten eines Angreifers groß. Im Krisenfall muss ein Unternehmen in der Lage sein, rasch auf einen manuellen Betrieb wechseln zu können. Hierzu gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Etwa müssen Lieferketten robust gegen Cyberangriffe sein. Auch müssen im Fall eines erfolgreichen Cyberangriffs sogenannte Disaster Recovery-Maßnahmen greifen. Die smarte Logistik ist bereits so komplex, dass es künftig weiterer Technologien bedarf, etwa mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel, um konkrete Systeme oder Netzwerke zu isolieren. Hier sind meiner Ansicht nach die Entwicklung von verbindlichen Standards und Zertifizierungen entscheidend, damit Sicherheitsmechanismen künftig die volle Wirkung entfalten können.